Oh mein Gott. Ich spiele eine modifizierte Version von Mario Odyssey. Und bei dieser modifizierten Version habe ich Münzen am Anfang, 25 Münzen. Und die werden immer weniger. Wenn ich 0 Münzen habe, dann sterbe ich einfach. Und dann sterbe ich die ganze Zeit. Deswegen muss ich immer wieder ein neues Spiel starten, sobald ich verloren habe. Also ich bin die ganze Zeit im Panikmodus und ich muss Münzen sammeln. Also ich muss viele, viele Münzen sammeln, damit ich nicht sterbe, liebe Freunde. Das ist die Challenge. Ganz viele Münzen sammeln, damit man nicht stirbt. Wenn alles funktioniert hat, müsste ich am Anfang 25 Münzen haben und das wird sekündlich weniger. Früher war das so, yo, ich darf keine Münzen berühren und ich hasse es, dass da unsichtbare Münzen sind. Heute ist genau das Gegenteil der Fall. Ich muss so viele Münzen wie nur möglich einsammeln. Okay, Leute, ihr müsst mit mir mitdenken. Wo gibt es am Anfang viele Münzen, die ich einsammeln kann? Weil ich brauche so viele, wie es nur geht. Busch, hat jemand geschrieben. Ja, schauen wir einfach mal. Also ich habe jetzt genau 30 und ihr merkt, es wird weniger. Ich muss mich beeilen, weil ich glaube, in der Stadt sind relativ viele, aber hier sind super wenige. Zack, zack. Und ich habe nur noch 20 und das geht relativ schnell. Also ich werde jetzt ganz viele Münzen einsammeln, Leute. Oh, das ist echt nicht viel, Alter. Nur noch 17. Komm schon, sammle die alle ein, Mario. Okay, gut. Ah, ich mache jetzt einfach mal weiter. Rein da in die Olga, in die Frau Olga. Scheiße, ich habe nur noch 5 Münzen. Wie soll ich das schaffen? Geht ja nicht. Okay, hier sind viele Münzen, das ist gut. Okay, hier sind wieder ein paar. Perfekt. Oh, hier sind viele. Nice, das ist super hilfreich. Okay, jetzt müssen wir den schnell besiegen. Okay, zack. Oh, viele Münzen. Das ist sehr gut. Wir kommen voran. Okay, komm schon. Gibst du mir wieder Münzen? Der gibt mir nicht nochmal Münzen. Oh mein Gott. Bitte sag mir, wo jetzt möglichst viele Münzen sind. Ich bin richtig im Panikmodus. Weil das Problem ist, sobald ich alle Münzen verloren habe, ich kann nicht einfach da weitermachen, wo ich bin, sondern ich muss das komplette Spiel neu starten. Okay, lass mich kurz überlegen, wo könnten viele Münzen sein? Wo soll ich hin? Okay, da sind ein paar Münzen. Okay, die Gegner kann ich noch töten. Die geben wahrscheinlich auch ein paar Münzis. Gibt ihr Münzen? Ja, ihr gibt richtig viele. Geil, Alter. Wir müssen sich so beeilen. Ich habe nur noch 10 Münzen. Was soll ich denn da machen? Okay, Leute, wir müssen nachdenken. Wo sind von ihr aus möglichst viele Münzen? Im Busch ist eine Stack, aber welcher Busch? Leute, welcher Busch? Also meint ihr die Büsche links und rechts? Meint ihr die Büsche? Ja gut, da ist eine Münze. Und hier ist, glaube ich, auch eine Münze. Hier ist... Oh mein Gott! Stack! Wo? Ich bin tot! Ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Und das Schlimme ist, ich sterbe jetzt die ganze Zeit. Ich kann nichts tun. Das war's. RIP. Wir müssen das Spiel noch starten. Mann! Alles nochmal. Das ist eine heftige Challenge, oder? Hol den Stack. Ja, versuche ich doch. Ich habe nur noch 10 Münzen, Mann. Hä, wo war der nochmal? Ach, hier. Gib den Stack. Ja, danke schön. Aber das hat fast nichts gebracht. Ist da oben was? Hier ist nichts. Wer soll diese Challenge schaffen? Oh mein Gott. Das ist ja komplett unfair. Okay. Oh, ich habe eine... Ich bekomme eine Münze, wenn ich da bin. Kann ich das nutzen? Zack, ich habe eine Münze. Okay, weiter geht's. Ja, ich glaube, das wird noch richtig schwer. Die Sache ist, wobei, ich glaube, wenn wir einen Ort finden, ja, einen Ort, wo wir richtig viele Münzen bekommen, 200 beispielsweise, dann ist das gar nicht mehr so stressig. Dann muss man einfach nur darauf achten, dass man immer ungefähr gleich viele Münzen behält. Dann geht das eigentlich klar. Hä, waren hier nicht irgendwo mega... Oh mein Gott, da hinten! Ich habe das vergessen. Oh, ich habe diesen Stack vergessen. Aber egal, ich hole mir den Dino und jetzt kriege ich richtig Cash, Freunde. Passt auf, ich mache das hier alles kaputt und da sind überall Münzen drin. Jetzt. Zack. Bitte. Nein, ich... Oh mein Gott, das hat nicht funktioniert. Aber ich mache jetzt einfach mal hier weiter und gucke, ob ich auf die Art und Weise viele Münzen bekomme. Yo, da ist ja einfach keine Münze. Ich raste aus. Gibt es hier Münzen? Ja, oh mein Gott, da gibt es viele Münzen. Oder wir spielen das Level doch normal. Ich glaube, es ist doch schlauer, das Level normal zu spielen. Okay, die hole ich mir natürlich noch. Wow, eine Münze. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Hallo! Verpiss dich! Gib mir Geld! Dankeschön! Aber zumindest die ersten beiden Level schaffen wir. Das ist gut. Dinos Subraum. Wo ist der nochmal? So, hier ist irgendwo eine Tür, oder? Das schaffe ich ja nicht. Das schaffe ich ja niemals! Wo war die Tür? Da ist die Tür! Schnell rein! Und hier gibt es viele Münzen, oder was? Komm schon, gib mir Münzen, bitte, ich will nicht sterben. Gib mir ganz viel Geld. Okay, ich habe wieder 16, ich lebe noch, ja. Ich bin noch nicht RIP. Yo, hoho. Hier hätte ich sofort reingemusst, Freunde. Let's go. Also ich könnte jetzt auch hier die Mission machen, aber kein Bock. Ab in die Wüste. Und da gibt es diesen einen Raum, Leute, hinter der Sphinx. Da gibt es 50.000 Geld. Oh, warte mal. Wait a fucking minute. Ich hab die Idee. Let's go. Book of Rob, ich gehört. Nach dem Herz kommen die.
10 Euro! Gib mir Cash, Cash, Money, Money. Ey, momentan geht's eigentlich klar, ne? Also momentan habe ich gar nicht so Schiss. Aber ich muss halt trotzdem Monde sammeln. Oh mein Gott, ich muss doch Monde sammeln. Ist schön, dass ich viele, oh mein Gott, ich komme nicht hoch. Es ist zwar schön, dass ich so viele Münzen sammle, aber es wäre nicht schlecht, auch das Spiel mal durchzuspielen. So, warum hat das gerade eben nicht funktioniert? Ah, jetzt. Ja! Nein! Ja! Genau den wollte ich, Freunde. Genau den. Jetzt werde ich so rich. Let's go. Freunde, wir haben jetzt mehr Zeit. Und jetzt sammeln wir die Monde ein. Zack, 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 zack. Oh mein Gott, let's go. Also den hole ich mir auf jeden Fall noch. So, jetzt haben wir uns noch der auf der Palme. Weil mich die Situation auf die Palme bringt. So lustig heute wieder am Start, Alter. Okay, Leute, wo sind hier Münzen? Da sind welche, da sind welche. Ich habe so Bock auf Münzen, Alter. Imagine reich sein. Hohoho, dann bist du auf jeden Fall ein glücklicher Mensch. Weil Geld macht glücklich. So, und ich glaube, hier ist ebenfalls genau das. Das ist das, was ich sehen will, liebe Freunde. Das sind die Steuern, die weggehen. Ja, es ist einfach so. Ich verliere genauso schnell Münzen, wie mir in Deutschland mein Geld weggenommen wird. Und deswegen bin ich nach Madeira gezogen, weil genauso geht das weg. Guckt euch das an. So, hier hole ich mir noch ein paar. Und ich habe da oben schön Stack gesehen. Yo. Yeah. Was geht ab? Haze. Lange nicht mehr gesehen, Haze. Okay, wenn ich gut bin, dann schaffe ich das direkt. Gut geschafft. Aber das ist gut, dass er immer Münzen gibt. Gefällt mir. Finde ich gut. Ich mag Menschen, die mir Geld geben. Nur, das ist kein Mensch. Das war's, Freunde. Wir haben es geschafft. Der Hase ist tot. Wir haben ihn umgebracht. Jetzt können wir Sealand endlich verlassen. Und es kommt Forstland. Vor Forstland habe ich wirklich Respekt. Wo sind viele Münzen in Forsti? Fog, wo soll ich hin? Hast du Geld? Hast du mal einen Euro? Junge, fick dich doch. Ist hier viel Geld? Hast du mal eine Mark für mich? Die Sache ist, ich brauche einen Ort, wo es viele Münzen gibt. Aber hier gibt es nicht viele Münzen. Hier gibt es wenig Münzen. Oh, warte mal, da sind viele Münzen. Die hole ich mir noch schnell, wenn ich schon mal hier bin. Oh, fuck, das ist nicht hier. Das ist da unten. Das dauert mir zu lange. Sorry, Leute, es bringt nichts. Fuck, Alter, das läuft gar nicht gut. Ich hatte 300 Münzen, jetzt habe ich fast gar nichts mehr. Spiel einfach Book of Ra. Ja, das wäre es jetzt. Oh mein Gott, es läuft so scheiße. Ja, ich bekomme ein paar auf jeden Fall. Aber ich glaube, der dritte gibt keine Münzen. Der dritte Hit macht gar nichts. Okay, jetzt kommt der erste Bowser-Fight, glaube ich, oder? Ja, jetzt kommt der erste Bowser-Fight. Leute, sollen wir vielleicht nochmal in die Wüste und uns Münzen holen? Ja, 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 okay. Schnell zu Sphinx. Schnell zu Sphinx. Yo, was? Ich raste aus. Okay, 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 okay. Yo! Ich muss überleben, ich muss überleben, ich muss überleben. Fuck, 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 fuck. Fuck! Nein! Nein! Ich wusste nicht, dass die Münzen da nicht zurückkehren hinter das Sphinx. Jetzt müssen wir alles von vorne machen. Eine Ewigkeit später. Also wir machen jetzt einfach weiter mit Forstland. Und irgendwo in Forstland gibt es irgendeine Steinformation und da ist Pixel Luigi. Okay, Stampfattacke. Da ist kein Luigi. Wo ist er? Falsche Wand. Was für falsche Wand? Welche Wand dann? Die große Wand. Welche große Wand? Hier? Und hier eine Stampfattacke oder was? Ist ja nicht. Oder meint ihr wirklich Mitte, Mitte? Bisschen weiter oben. Hier? Gib Geld. Oh mein Gott. Endlich. Danke, Leute. Auch wenn ich nicht direkt wusste, um welche Wand es geht. Lass mich überlegen. Also jetzt kommt der Bowser-Fight. Bam, 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 bam. Okay, weiter geht's. Also wir haben noch relativ viele Münzen und jetzt kommt Lost Kingdom. Wo sind da viele Münzen? 1, 2, 3. Yeah. Fuck. Da klettern die hoch. Gibt es da Münzen? Ja! Coins, 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 Coins. Ich bin Coin Master. Gibt es in diesem 2D-Level da unten viel Geld? Nein, da ist gar nichts. Nein, ich bin runtergefallen. Nein! Wir verlieren so viel Zeit. Also in dieser Welt gibt es einfach nicht viele Münzen, kann das sein? Hier müsste irgendwo Pixel-Luigi sein. Aber ich weiß nicht mehr genau wo. Leute, wisst ihr genau, wo der ist? Ich schreibe kurz einem Freund zurück. Ja, okay. Ja, ja, ich habe morgen Zeit. Ich habe mich morgen mit einem Kumpel verabredet. Und jetzt suche ich diesen Luigi weiter. Also ich habe keine Ahnung, wo der sein könnte, aber ich rate einfach mal. Das Gefühl, der könnte hier sein. Hä, krass? First try. Okay.
Hey, warte mal, warum habe ich nicht die volle Münzzahl bekommen? Weil ich mich zu früh... Was? Karma hat mich ja noch nie so gefickt. Das war ja mega unfair mir gegenüber. Also ist schon Betrug. Okay, zumindest weiß ich jetzt, ich muss immer warten, bis Luigi mir alle Münzen gibt und dann darf ich mich wegteleportieren. Oh mein Gott, jetzt habe ich nur noch 200 Münzen. Fuck. Also 200 ist in Ordnung, aber es ist halt... Man lebt trotzdem so ein bisschen am Limit, you know? Ich muss den einfach nur schnell besiegen. Ich glaube, der Run ist dead, Leute. Nein, ich treffe den nicht. Doch, jetzt. Fuck, was soll ich machen? Ich brauche jetzt ganz dringend einen Pixel-Luigi. So schnell wie möglich. Ich rufe mal kurz meinen Freund an. Moment. Oh mein Gott. Genau hier. Genau hier. Hä? Ah. Alle guten Dinge sind drei. Ja, ich glaube, wenn ich die Bands sammelt, dann bin ich wirklich einfach rich. Eigentlich ist es wirklich schlau, das zu machen, oder? Schnell die Bands sammeltrommeln und dann hätte ich 500 Mützen oder so. Jump up in the air. Jump, don't be scared. Odyssey, Odyssey. Es hat gar nicht mal so viel gebracht. Ich dachte, das bringt mehr. Wisst ihr was? Dieses Level macht mich glücklich, weil die süß sind. Diese Kreaturen. Einfach süß. Und sass. Amogus. Weg zum Glück bist kein Geringverdiener, aber gleich schon. Deswegen muss ich mich beeilen. Zeit ist Geld. Yo! Oh mein Gott, so nenne ich die Challenge. Zeit ist Geld. Also ich glaube, noch treffender kann eine Challenge nicht sein. In Bezug auf ein Sprichwort. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal ein bisschen zocken. Auch wenn das ein bisschen süchtig rüberkommt. Aber ich hab Bock. So ist richtig. Hey, was geht? Oh, gib mal Geld, Digga. Gibt's eigentlich mehr? Also gibt's hier mehr? Oder so viel wie in der Wüste? Weil ich habe das Gefühl, hier gibt es genauso viel wie in der Wüste, oder? Da hat jemand geschrieben, ich wünschte, Nintendo würde einfach Bibliotheken aufmachen. Same. Es muss nicht immer alles kinderfreundlich sein. Meine Meinung. Ich hoffe, dass du das schaffst. Ey, ich hoffe es selber. Es wäre richtig traurig, wenn ich das nicht schaffe, weil ich so weit gekommen bin. Es fehlt echt nicht mehr viel. Krass, also ein ganzer Fight ohne eine Münze. Das ist natürlich schwierig. Yo, ey, wie habe ich das... Das hat jetzt gar keinen Sinn gemacht, dass ich das überlebt habe. Let's go. Ich glaube, der hat einfach kein Pixel liegen, oder? Oh, der hat ein Pixel liegen. Oh mein Gott. Was geht? Hey, das ist ja einfach ein Toad. Aber die gibt mir auch Geld, okay. Geh zur Bohnenranke. Aber ist die jetzt schon freigeschaltet? Ich weiß leider nicht mehr, wo die Bohnenranke ist. Und ich habe in Erinnerung, dass man dieses Level einmal durchgespielt haben muss, um überhaupt zur Bohnenranke gehen zu können. Oder kann man da sofort hin, Leute? Ob wir die Challenge schaffen oder nicht, hängt davon ab, ob da unten eine Nuss liegt. Sie liegt da! Sie liegt da! Oh mein Gott. Let's go. Wir können es noch schaffen. Wir hätten es sonst nicht geschafft, ne? Weil es gibt bei dem Kampf, der gleich kommt, der geht lange, erstens. Und zweitens, da gibt es keine Münzen. Holy shit. Ja, und das Wilde ist, das könnten wir jetzt theoretisch immer machen. Ein einziges Mal noch. Einfach nur, um sicher zu gehen. Alright. Okay, Freunde, wir haben über 500. Das ist mega strong. Hier bekomme ich gar keine Münzen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Imagine, wir hätten das nicht gemacht. Dann hätten wir hier verloren. Jetzt. Okay. Puh. Okay, jetzt müssen wir das schnell noch irgendwie durchspielen. Sehr schön. First try. Ab jetzt gibt es keine Münzen mehr. Das war's. Münzen existieren nicht mehr ab jetzt. Ich muss mit diesen 500 arbeiten, die ich habe. Und einfach Glück haben. Eins, zwei, drei. Okay, jetzt nur noch die Flucht. Dann haben wir es geschafft. Puh! Sehr gutes Gefühl, Leute. Sehr gutes Gefühl. Eigentlich haben wir genug. Boah, wenn ich hier runterfalle, dann muss ich dieses... Oh mein Gott, dann muss ich das nochmal machen. Einfach nicht runterfallen jetzt, sonst RIP. Sonst einfach RIP. Es wird so... Es wird doch knapper, als ich dachte. Boah, irgendwie bin ich aufgeregt. Obwohl ich eigentlich noch genug Zeit habe. Ah, okay. Okay, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ich glaube, das war's, Leute. Wir haben die Challenge geschafft. Mario Odyssey, 0 Münzen, gleich Toad-Challenge, ist durchgespielt. Und es wurde sogar echt ein bisschen knapp noch gegen Ende. Leute, we fucking did it. Oh mein Gott, ich bin wieder beruhigt. Mein Herz klopft nicht mehr so schnell. Okay, das war eine mega geile Challenge. Das hat übertrieben Fun gemacht. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir es am ersten Tag schaffen. Ich dachte, es wären mehrere Tage, ehrlich gesagt. Ich dachte vielleicht, ich brauche so 3, 4 oder 5 Tage, um das zu schaffen. Und wir hatten am Ende noch, wie viele Münzen? Ich glaube, irgendwas mit 200. Ich habe 250 Münzen ungefähr. Alles klar, liebe Freunde. Das war Mario Odyssey 0 Münzen gleich RIP Challenge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Und aber schön auf die Glocke drücken, Leute.